ist Sanjay Doshi von der Kanzlei Brandenburg Doshi, Rechtsanwälte in Feldkirch in Österreich. Ich möchte heute im Rahmen unseres Internetblogs zum Thema Abzocke von Parksündern zu Ihnen sprechen. Zuletzt kam es immer wieder vor, dass findige Rechtsanwälte auf die Idee kommen, Falschparker, die vor Jahren irgendwo mal ihr Fahrzeug unwissend abgestellt hatten, abzumahnen und von ihnen Zahlungen im Bereich von 100, 200 bis zu 300 Euro abzuverlangen. Argumentiert wurde immer damit, dass der Anspruch auf Unterlassung erst innerhalb von 30 Jahren verjähren würde und aus diesem Grund sei man nach wie vor berechtigt, aufgrund des Parkvergehens noch Ersatz zu fordern. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass man grundsätzlich eine Besitzstörung begeht, wenn man sein Fahrzeug unbefugt auf Grund und Boden einer anderen Person abstellt. Besitzstörungen sind binnen 30 Tagen wahrzunehmen und gerichtlich geltend zu machen. Ist der betroffene Grundeigentümer außerhalb der 30-Tagesfrist, dann kann er grundsätzlich keine Besitzstörung mehr geltend machen. Er könnte jedoch allenfalls einen Unterlassungsanspruch geltend machen. Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs ist jedoch die Wiederholungsgefahr. Und da liegt nun die Krux. Wenn Sie ein solches Abmahnschreiben bekommen, dann sollten Sie daher umgehend dem Anwalt des Grundstückeigentümers mitteilen, dass Sie jederzeit bereit sind, ihm einen vollstreckbaren Unterlassungsvergleich anzubieten. Damit nehmen Sie der Gegenseite die Wiederholungsgefahr. Und damit ist die Sache vom Tisch. Die Gegenseite hat keine Möglichkeit mehr, eine Klage einzubringen und die Gegenseite hat auch keinen Anspruch mehr auf Kostenersatz. Ich fasse nochmals zusammen. Bei einem Parkvergehen hat man keine Chance, wenn der Grundstückeigentümer innerhalb von 30 Tagen seine Besitzrechte wahrnimmt. Schreitet der Grundeigentümer nach der 30-Tage-Frist ein und fordert Unterlassung, dann kann man dem entgegnen, indem er umgehend einen vollstreckbaren Unterlassungsvergleich anbietet. Man nimmt die Wiederholungsgefahr und der Grundeigentümer hat keine Möglichkeit mehr, gegen einen vorzugehen. Das war's. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.